Und solange wir nicht wirklich erstmal eine Demokratie von unten haben, ist mir dieses ganze EU und ob das jetzt Europäische Republik ist oder sonst was, sowas von scheißegal. Wir haben in schon vielen Punkten unsere Souveränität abgegeben. Ja, dann begrüße ich hier mal ganz herzlich alle Zuschauer und ich begrüße euch alle hier herzlich in der Runde. Die Stefanie als erstes, dann den Alexander, den Peter und den Ralf. Ich bin die Diana und wir sprechen heute über das Thema, brauchen wir den Nationalstaat oder geht es Richtung Europa? Und ein wenig werden wir da auch das Video thematisieren von Gunnar Kaiser, der interviewt hat die Ulrike Güro und den Matthias Burchardt zum Thema Nationalstaat oder Europäische Republik. Ich kann das auf jeden Fall interessiert angucken, das Video, und dann finden, dass wir hier die Sache noch bedeutend vertiefen. Genau, dann werden wir dann in die Shownotes packen, ne, das Video. Okay. Damit jeder weiß, wovon wir reden. Gut, Ja, also dann gut. fange ich mal ein bisschen provokant an. Also ich meine, es geht alles Richtung Europa. Also was soll das noch mit dem Nationalstaat? Ja, ich denke mal, vielleicht wäre es auch ganz wichtig, zu sagen, was jeder unter Nationalstaat versteht. Weil das hat ja einen ziemlich schlechten Beigeschmack inzwischen, aufgrund der letzten deutschen Geschichte. Da ist man ja ganz schnell immer in der rechten Ecke gerne, ne? Und Nationalstaat per se kann ja jetzt erstmal nicht schlecht sein. Was versteht man unter Nationalstaat? Also Das ich ist habe mir vielleicht. mal die Wikipedia-Definition angeguckt. Die geht natürlich logischerweise gleich ein bisschen in eine Wikipedia-Richtung. Aber prinzipiell kann sie uns ja mal eine Idee geben, von was wir hier eigentlich reden. Soll ich mal vorlesen? Ja, gerne. Der Nationalstaat ist ein Staatsmodell, das auf der Idee und Souveränität der Nation beruht. Im Begriff Nationalstaat fällt das Staatsgebilde mit dem Begriff der Nation zusammen. Sprachliche, kulturelle oder ethnische Homogenität werden im Diskurs oft um die Nation oft als Voraussetzung und Ziel eines in Klammer reinen Nationalstaates benannt. Die Idee der Nation und des Nationalstaates werden auch als Konstrukt bezeichnet, also als eine Konstruktion der Menschen. Es ist nichts Natürliches. Die haben allerdings dann hier noch den Vielvölkerstaat und die Willensnation. Und das finde ich sehr interessant. Die Willensnation ist quasi ein Zusammenschluss von Menschen, sich zusammenschließen wollen zu einem Staat. Da kommen dann noch mehr interessante Begriffe rein, da können wir vielleicht noch drauf kommen, nämlich der Verfassungspatriotismus. Aber zum Nationalstaat, das Problem an dem Nationalstaat ist, dass es nicht klar definiert ist gegenüber einer Republik. Und vor allem auch umgangssprachlich, dass es gern zusammengeschmissen wird. Und bei Republik schreibt Wikipedia, eine Republik vom lateinischen res publica, wörtlich eigentlich öffentliche Sache, öffentliche Angelegenheit, meist in der Bedeutung von Gemeinwesen Staat, ist eine Sammelbezeichnung für alle nicht monarchischen Staatsformen. Zumeist hat das Staatsvolk in einer Republik Sieg, die höchste Gewalt, ist die oberste Quelle der staatlichen Legitimität. Ausnahmen sind Diktaturen und die Adelsrepublik. Die Bezeichnung der Republik wird vielfach verwendet, ohne dass eine trennscharfe Definition vorläge. Und ich glaube, darin besteht das Problem, über dieses Thema zu sprechen. Aber wir sind ja da gut dabei mit. Das Volk hat die höchste, wie? Souveränität. 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 Genau. Aber jetzt Mal nochmal, Ralf, ja. ich hab nicht ganz alles mitbekommen. Nationalstaat, Willensstaat und da war noch was dazwischen. Vom Nationalstaat kommst du, vom Überm Willensstaat Willensstaat. kommst du auf den Partner, auf den Verfassungspatriotismus. Ja, okay. Also du Weil hast uns das das ist etwas, was den Willensstaat zusammenhalten kann. Denn die Leute, Vielvölkerstaat waren die Sachen. Vielvölkerstaat, genau, das war auch noch. Ja, Vielvölkerstaat. Aber das ist ja mit unserer Gegend hier eigentlich nicht der Fall. Doch, jetzt kommt das doch. Jetzt kommt das, wenn du so willst. Aber so ist es nicht gedacht. So ist Ja, es aber nicht das gedacht. kommt ja immer Aber darauf wir an, müssen wie jetzt wir hier das. denken, wir müssen ja von der jetzigen Realität ausgehen und nicht von der Definition, was es bisher war. Weil wir haben einfach jetzt die Realität, aus welchen Gründen es auch immer ist. Das Schicksal der Menschheit ist es, unterwegs zu sein. Menschen emigrieren freiwillig, Menschen
flüchten, Menschen gehen in andere Länder, um andere Dinge zu lernen. Das bleibt normalerweise immer in so einem, oder bisher war es so, dass sich das immer in so einem prozentualen Rahmen bewegt durch Gesetze und so weiter, dass halt die Homogenität eines Staates halt immer gegeben war. Und das ändert sich jetzt ja gerade, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir in Richtung Vielvölkerstaat denken, dann könnten wir ja mal schauen, was wird darunter verstanden, wenn wir in Richtung Europa reden. Also wie Frau Gero ja gesagt hat, 50 Regionen ungefähr. Weiß nicht, wie sie die Regionen einteilt. Das waren, glaube ich, immer so 15 Millionen Menschen. Und 50, ist es 50 Millionen. 50? Ne, 15 pro Region, glaube ich. Nee, 50 Millionen insgesamt oder was? Nee, Quatsch mit Soße, ja. Also sie hat In in dem Europa Interview. fast wahrscheinlich 500 Millionen oder so in dem Dreh, keine Ahnung. Sie hat in dem Also, Interview gesagt, dass sie alte Regionen genommen hat. Sie hat sich eine Landkarte von 1800 Schlag mich tot genommen und geguckt, was sie da für Regionen drauf verzeichnet. Ja? genau. Und die hat sie genommen. Und die fand sie schon ganz schön in der Größe ganz schön passend. Und deswegen hat sie die Genau, genommen. und da meinte ich gehört zu haben, dass je Region circa 15 Millionen Menschen Kann sein, umfasst. es kann sein. Und dann Sonst wären wir ja so bei dem viele Europäer Begriff. haben wir nicht. Das war jede 50 mal 50 Millionen, so viele Europäer haben wir nicht. Nee. 15 Aber hat er jetzt 50 gesagt. mal 15 könnte hinpassen. 15 mal 50 mal 15, genau. So habe ich das verstanden. Und dann wären wir ja schon bei so einer Art Vielvölkerstaat und bei den Regionen haben wir ja eben auch nicht das starke Abgrenzen voneinander, was man eben bei Nationalstaat gleich immer denkt. Italien, andere Sprache, anderes Land, anderes Ding in Deutschland. Bei den Regionen ist es eben so ein langsamer, organischer Übergang. Und sie spricht ja auch davon, dass sie sagt, wenn das mit Europa funktioniert, dann würde das auch gleich weitergehen in was Weltweites, was natürlich ein Gegenentwurf ist zu diesem Konzernismus, den wir da ja auch erleben. Und dann wird es intergalaktisch. Und dann wird es Ja, intergalaktisch. aber das geht hier in deine Halt Richtung, jetzt mal Ralf. Ralf hat sich die ganze Zeit Ralf. gemeldet. Ja, ich finde, wenn man jetzt Nationalstaat sagt, dann muss man auch eins ganz deutlich machen, dass ein Nationalstaat nichts mit Nationalismus oder Chauvinismus zu tun haben muss. Also das ist von den anderen Definitionen unabhängig. Ich denke daran, also jetzt haben wir eine ziemlich eigentümliche Position, wo wir uns so gegen Russland positionieren. Hat was Chauvinistisches, ganz einfach, was ganz Schreckliches. Bei Willy Brandt, da hatten wir ja auch einen Nationalstaat. Und der hat ja nach außen gewirkt mit seiner Friedenspolitik und seiner Entspannungspolitik, wo man gerade nicht chauvinistisch und nicht nationalistisch gedacht hat, sondern die Argumente des Gegners oder des anderen genauso, ich will mal sagen, versucht hat, mit in die Position einzubeziehen. Also, und das Einzige, was da Nationalstaat war, war gewissermaßen, dass das hier dass Deutschland für Deutschland gültig war und Deutschland eine Garantie gegeben hat, dass das dann auch passiert, was ausgemacht wurde. Aber das ist tatsächlich, muss man sagen, was völlig anderes als Nationalismus und als Chauvinismus und was es alles gibt. Und das muss man halt trennen. Und das ist für mich noch ein wichtiges Argument, weil ich halte den Nationalstaat zurzeit noch absolut für wichtig, wenn ich die Strukturen in der EU anschaue. Dürfen unseren Staat nicht abgeben für dasjenige, was in der EU läuft, weil die EU ist eine reine Giftproduktion. Und die ist sehr daran interessiert, dass wir unseren Nationalstaat abgeben. Und da gibt es dann auch immer so die Verwerfungen, wenn dann so geredet wird, Vereinte United States of Europe oder sowas, ne? Und wir haben nur noch sowas wie. Also Deutschland wäre nur noch was wie so ein Landespar wie so ein ja, Landesparlament oder sowas und kein eigener Staat mehr mit eigener Souveränität. Das ist in der derzeitigen europäischen Konstruktion überhaupt nicht im geringsten nur zu wollen. Das wollen nur wirklich, ich will mal sagen, die übermäßigen Machthaber. Also die unbedingt, ich will mal sagen, das ist korrupt gegenüber allem und das muss man halt auch wissen. So. Und da für diese Zeit empfinde ich den Nationalstaat absolut für wichtig. Wenn die Verhältnisse stimmen und die EU wäre wirklich, ich will mal sagen, eine demokratische Angelegenheit, dann könnte man darüber reden. Aber da muss man genau hingucken.
ob man dazu Ich im Beitrag denke, auch ist. Stefanie hat sich gemeldet, dann Entschuldigung. Tita. Wenn wir wie die Vereinigten Staaten von Amerika wären, dann wäre das gar nicht so schlimm, weil die einzelnen Länder dort haben natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, als wir in dem angestrebten Europa haben. Vielleicht sollten wir aber erstmal vorneweg für die geneigten Zuhörer mal ins Spiel bringen, woher die Idee des Nationalstaats eigentlich überhaupt kommt oder wie das eigentlich logisch entstanden ist, dass das mal die Voraussetzung war. Vorher hat man Königreiche gehabt und man war untertan in dem Königreich, wo man gewohnt hat. Gewählt hat man sowieso niemanden. Ja? Die Königreiche haben sich vergrößert, verkleinert, die Fürstentümer. Deutschland war ja besonders der Flickenteppich. Und die Idee des Nationalstaates ist ja gleichzeitig entstanden mit der Idee des Bürgers überhaupt und einem gewissen demokratischen Anspruch. Und man braucht einen Nationalstaat, um wählen zu können, weil es muss definiert sein, wer ist das Wahlvolk, wer ist die Bevölkerung, die wählen darf. Und das kann ja, das ist ja genau, wo momentan auch die Diskussion ist, darf jeder, der jetzt hier wohnt, wählen oder nicht, oder nur der eben die deutsche Staatsangehörigkeit hat, die definiert wird durch den deutschen Nationalstaat. Also wenn man den Nationalstaat von vornherein einfach wegschmeißt, dann hat man keine Grundlage, in dieser Größenordnung zu wählen. Dann kann man in der Kommune vielleicht noch wählen oder man kann eben in ganz Europa wählen, aber nicht mehr das, was uns betrifft. Und da gebe ich dir recht, Ralf. Dass ich, das sage ich doch, gebe ich dir recht. Also ich fand Gerots Idee der Europa der Regionen toll. Aber für mich hat damals schon drin gesteckt, wir müssen zumindest eine Weile noch die Zwischengröße Region, Nationalstaat, Europa, also quasi Föderalismus auf drei, also mit drei Ebenen, noch eine Weile behalten. Aber das, was jetzt gerade gelaufen ist in den letzten 3 Jahren, hat mich dazu gebracht, noch stark zu zweifeln, ob man denn diese Verwaltungseinheit, nennen wir es mal jetzt nicht Nationalstaat, sondern Verwaltungseinheit Bundesrepublik Deutschland, ob man die so schnell aufgeben sollte. Zu Gerots Europa der Nationen gibt es noch eine ganz interessante Ergänzung. Der Carlos Gebauer, der schlägt ja vor, dass man dann, wenn die Regionen quasi da, so Regionen da wären, so ähnlich denkt er auch, jetzt allerdings hat er so innerhalb Deutschland noch gedacht, nicht in Europa, aber dass dann die Regionen sich zusammenschließen können, auch wenn sie nicht nebeneinander sind. Also dass quasi Konkurrenz entsteht zwischen den Regionen, wie attraktiv die sind. Ja? Und wenn meine Umgebung nicht mehr attraktiv ist, dann richte ich mich halt nach einer anderen Umgebung aus. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, ob das machbar ist. Aber es denken noch mehr Leute kreativ in die Richtung und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja, da wurde ja schon viel Schönes gesagt. Also das ist im Grunde auch das, was ich da so fühle. Und ich denke, für eine gewisse Übergangszeit, und da muss ich gerade leider auch recht geben, was heißt leider, ist halt so, werden wir diese Nationalstaaten auch brauchen. Und ich denke mal, es ist ja auch eine Frage der Identifikation der Völker halt, ne? In welchem Verbund sie sich organisieren möchten und so, dass eben da auch überhaupt erstmal auch eine kulturelle, na, wie soll man sagen, Eigenständigkeit bestehen bleibt dann auch innerhalb dieses Gebietes, was man sich dann da gibt. Und der kann natürlich dann später, wird der Nationalstaat natürlich immer weniger eine Rolle spielen. Da bin ich auch überzeugt von. Und dann wird es mehr oder weniger in Europa der Regionen, wenn nicht sogar eine Welt der Regionen geben, die sich dann ähnlich, wie Stefanie das gerade so wunderbar beschrieben hat, dann gegeneinander auch befruchten und austauschen und machen und tun halt. Ne? Und, aber jetzt zur Zeit ist es natürlich, da ist es halt so, brauchen wir eigentlich diese Eigenständigkeit noch, um eben nicht komplett runterzufallen und von irgendeinem anderen undemokratisch existierenden UNO, hier EU, regiert zu werden, ohne dass wir noch Mitspracherecht haben. Ne? Also das ist eigentlich das viel Wichtige. Und vor allen Dingen die Frage überhaupt, die sich mir stellt, ist, wie kommen wir dahin, dass wir uns unsere Souveränität erst wieder überhaupt erstmal erkämpfen halt. Denn die hat ja noch nie stattgefunden. Und das ist das viel Wichtigere. Denn wir können ja hier uns die Köpfe heiß reden, wie alles schön wäre, wenn es schön wäre, aber wie kommen wir dahin? Das ist ja viel entscheidender. Und mit so einer Regierung, die wir jetzt haben, ganz sicher nicht. Und abwählen können wir die auch nicht, weil da wählen wir nur, da kommen wir von der Pest in die Cholera. Ne? Und so viel zu den Wahlen, denn ne, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie schon lange verboten. Und das ist halt das Thema. Also, wie schaffen wir es? Ich meine, wir kennen die Antwort am Ende. Ne? Wir sind ja nicht umsonst hier mit diesem
wunderschönen Flyer unterwegs und versuchen dort eben einen Lösungsweg aufzuzeichnen. Und das ist eigentlich das Thema. Alexander hatte noch vorher, dann der Ralf. Wenn wir über Nationalstaat sprechen, ob wir den jetzt erreichen wollen, müssen wir erst mal anerkennen, dass wir jetzt eigentlich in einem Staat leben, der, wie der Peter gerade gesagt hat, wir haben gar keine Regierung. Also wir werden ja schon von Europa regiert. Wir haben das gesehen, als der Voskuhle ein Urteil sprach über die Schuldenbremse, dann wurde das einfach von Europa kassiert. Und das heißt, wir haben in schon vielen Punkten unsere Souveränität abgegeben müssen oder wir wurden ja gar nicht gefragt. Deswegen ist quasi der Gedanke, wenn ich über ein vereintes Europa der Regionen spreche, wie das ja die M25 oder auch die Frau Gerow jetzt sagt, eher ein Back to the Roots, also wo kamen wir her, um dann diesen Weg nochmal zu gehen in Richtung Europa. Der wird dann sicher auch wieder über sowas wie Nationalstaat gehen, aber es muss eben auf gesunderen Beinen stehen, eben frei von Korruption, frei von Vetternwirtschaft und frei von rein monetären und konzernistischen Gedanken. Also wir gehen praktisch zurück zu diesem, wer sind wir, wo können wir miteinander sprechen? Wenn ihr einen Marsch macht und in Gemeinden seid, dann erreicht ihr die Menschen, dann kann man mit den Menschen sprechen und das verknüpft sich zu einem Netz, zu einem Band und so kommen wir in eine Region und wenn wir dann so anfangen, dann werden die Idee mit diesem, dass Regionen sich verbinden, ohne dass sie räumlich miteinander verbunden sind, wie zum Beispiel auch sehr gut, wenn die Ideen dann manifestieren und können so auf eine andere Art und Weise zu dieser Einigkeit führen, die natürlich wieder über Europa und dann eben in eine Menschengemeinschaft führt, in eine ethische, moralische, also wir reden halt auch von Humanismus und von Menschenrechten, die weltweit gelten, die dann auch wirklich durch die Menschen aktiv, in einer aktiven Beteiligung dorthin führen, weil jetzt werden wir regiert, wir regieren nicht selber. Wir regieren schon seit Jahrzehnten nicht selber. Und wir müssen in diese Verantwortung kommen, dass wir selber uns regieren und dann gemeinschaftlich eben wieder back to the roots und dann aufbauen und es dann einfach besser machen mit den Erfahrungen der Vergangenheit. Und deswegen wollte ich auch sagen, man kann zwar sagen, wir haben gerade einen Nationalstaat und das sei noch toll, aber der existiert nicht mehr. Und wenn ich das angucke, was läuft, dann kriege ich nur Schamgefühle. Und wenn ich angucke, was in der EU läuft, kriege ich Wut. Also was anderes ist bei mir nicht mehr vorhanden. Aber ich wollte auf was ganz, auf ein besonderes Dokument hinweisen. Und das muss ich mal vorlesen. Und zwar von David Rockefeller. Der hat das irgendwann 1991 so schön geäußert. Und der David Rockefeller hat gesagt, ich lese vielleicht das Ganze mit dem Umfeld vor. Das hat er nämlich im WEF gesagt. Wir sind, nicht im WEF, sondern in diesem, wie heißt denn das? World Economic Forum oder eben nicht, oder in der UNO? Das heißt nicht WEF. Ist egal, mit Namen habe ich es immer schwer. Egal, er hat das gesagt im, wie heißt denn das, Mensch, ich sag's nachher. Und da hat er gesagt, wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Chefredakteure an unseren Treffen in der Vergangenheit teilnahmen und die Zusage der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang respektierten. Da steht, wie heißt denn das, wo alle von reden? Bilderberger, genau. Ja. Also 40 Jahre bei den Bilderbergern und halten die Klappe über das, was da gesprochen wird. Das ist das erste Wichtige, ja, so, ja. Es wäre unmöglich für uns gewesen, unsere Pläne für die Welt zu entwickeln, wenn wir all die Jahre im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Nun ist unsere Arbeit jedoch so weit durchdacht und bereit, in einer Weltregierung zu münden. Und jetzt kommt der wichtige Satz, die supranationale Souveränität von Weltbankern und einer intellektuellen Elite. Die supranationale, also über den nationalen stehende, Nationen stehende Souveränität von Weltbankern und einer intellektuellen Elite ist sicher der nationalen Selbstbestimmung, welche in den letzten Jahrhunderten praktiziert wurde, vorzuziehen.
Also es geht darum, die Staaten verlieren ihre Souveränität alleine durch die Verflechtungen, die da sind. Die sind ja früher, hat man den Nachbarn gewissermaßen an der Grenze wahrgenommen. Jetzt ist man mit dem wirtschaftlich und finanziell verflochten bis ins Tiefste. Das ist ja und dadurch treten ganz andere Bindungen auf, als das vorher der Fall war. Dadurch verliert man, weil man immer mit Verträgen und so weiter beschäftigt, die Souveränität. Die Staaten verlieren tatsächlich die Souveränität. Und hier der Impuls bei den Bilderbergern und selbstverständlich der WEF, der ist daraus entstanden. Da ist der Impuls, die Souveränität nach oben abzugeben, zu internationalen Bankern und besonderen Eliten. Und das ist heute der Fall. Und in Wirklichkeit hätte sein müssen, dass man die Souveränität nach unten abgibt. Das ist mein Ding. Und zwar nach unten durch vollständige Volksabstimmung, das ist das eine, und durch bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn man sich in Europa vorstellt, in dem es überall bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann haben wir ein Sozialsystem, welches überall akzeptabel wäre. Also nicht ein Hartz-IV-System, sondern bedingungsloses Grundeinkommen. Dann hätten wir tatsächlich ein Sozialsystem, wo jeder in Europa Ja sagen kann und man kann frei ansiedeln, wo man will. Wenn es in Rumänien die Lebenshaltungskosten billiger sind, dann ist halt das bedingungslose Grundeinkommen da tiefer, aber man hat denselben Wert, also denselben, es hat denselben Freiheitswert. Du kannst quasi hingehen, wo du willst und dann gibt es nicht mehr Wirtschaftsflüchtlinge in Europa oder sowas, sondern dann geht man in ein anderes Land, weil man etwas erfahren will, eine andere Kultur, andere Menschen und so weiter und so fort. Das hat was Kulturelles, was dann stattfindet und was wirklich Menschliches. Und ohne das bedingungslose Grundeinkommen, verbunden mit echter Volksabstimmung, wie nennt die Büro das? Europäische Republik. Eine Europäische Republik mit ganz vielen Regionen nicht zu denken. Ganz einfach, weil da die Souveränität muss nach unten abgegeben werden und nicht nach oben. Und das hat man hier genau umgekehrt gemacht. Also, jetzt habe ich mich gemeldet. Wir machen jetzt ein bisschen so, wer sich meldet, der kommt dann immer dran. Alexander hat keine Hand zu melden. Achso, du hast gar keine Hand zu melden. Doch, ich mache halt so immer. Okay. Gut, alles klar. Achso. Oh Mann, jetzt geht's halt los. Ja, also ich muss sagen, ich weigere mich überhaupt EU zu denken und auch von mir aus diese komische Europäische Republik zu denken, solange das gar nicht ein Anliegen ist, was von unten kommt. Also für mich ist erstens mal Nationalstaat, wenn ich das jetzt mal als Bild sehe, wie es gesund ist, dass jemand sich selber selbst wertschätzt. Ja, also für mich ist das eigentlich einfach nur so wie im Kleinen, so im Großen. Dass es genauso wichtig ist, als Nation irgendwie ein Selbstbewusstsein zu haben, wie eben als Einzelperson. Und das wird uns als Einzelperson schon quasi aberzogen und genauso auf derselben Ebene dann auch im Nationalstaat, dass man das die ganze Zeit schlecht redet und immer so tut, so wie dieser typische Spruch, ah, du bist Egoist, so, ja, also dass man darf ja nicht egoistisch sein. Und in Wahrheit gibt es eben diesen gesunden Egoismus und es gibt eben einen kranken Egoismus. Und sobald aber ein gesunder Egoismus da ist, dann hat man auch gar nicht dieses Bedürfnis, jemand anderen schlecht zu machen. Also das ist im Grunde genau falschrum im Moment gedacht. Also als wäre das Nationale und dieses Selbstvertrauen was Negatives. So, und dann ist es eben so, dass ich mich die ganze Zeit frage, oder das ist offensichtlich, wer hat denn ein Interesse an dieser EU gehabt? Und wenn dann eine Frau Giraud dann die ganze Zeit versucht, uns diese tolle EU irgendwie schmackhaft zu machen, dann denke ich ja, aus welchen Interessen heraus denn? Das kann ja nur im Sinne von Subsidiarität, da ist das ja auch so, das, was Ralf schon gesagt hat. Dieses, was im Kleinsten funktioniert, braucht gar nicht von oben irgendwie eine Verwaltung zu bekommen. Also wenn es von unten schon klappt, deshalb immer erstmal gucken, wie weit geht es von unten im Kleinen. Und erst wenn es da nicht mehr geht, dann könnte man sagen, okay, jetzt schaffen wir noch eine Organisation, die drüber nötig wäre. Aber diese Notwendigkeit fühlt überhaupt niemand hier. Und jeder denkt nur, was soll der ganze Mist? Nur weil sich da irgendwelche mit ihren eigenen Interessen und ihren besonderen, komplett abgehobenen Interessen dafür eine EU interessieren, sollen wir das jetzt irgendwie toll finden. So, also da sehe ich gar keinen Sinn drin. Jetzt weiß ich nicht, hatte sich jetzt erst der Alex? Na, ich würde jetzt gerne schon mal auf dich nochmal eingehen, weil ich denke mal, da hast du Frau Giraud etwas fehlinterpretiert. Sie hat uns nicht die EU schmackhaft machen wollen, sondern Europa, ein vereintes Europa. Ja, aber nicht unwichtig. Und
Ihr habt es im Endeffekt, habt das ja auch schon alle gesagt, aber ich finde es unglaublich wichtig, weil genau so eine Sache ist natürlich, wie du auch richtig sagst, Diana, muss sowas von unten natürlich kommen, im Zusammenhang mit Volksabstimmung, Pipapo, alles, was dazugehört. Und dann ist es eben wichtig, dass dieser Konstrukt, der da entsteht, also dieses vereinte Europa der Regionen, gleichzeitig ganz, 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 ganz wesentlich, dass das Sozialsystem in allen Regionen gleichzeitig greift. Ansonsten bringt es gar nichts. Denn dann werden wirtschaftliche Unterschiede da sein, dann gibt es ja, Neid und Missgunst und so weiter und so fort. Weil mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, Ralf, ist natürlich klar, das wäre dann eine Möglichkeit, zum Beispiel so was gut zu generieren. Und dann wären diese ganzen Flüchtlingsströme in dem Sinne schon gar nicht mehr vorhanden, weil es ist nicht notwendig. Jeder kann dort bleiben, wo er ist und hat sein Einkommen halt, ne? Und sein Auskommen gleichzeitig halt, ne? Und das ist eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung für ein funktionierendes gemeinschaftliches Europa halt auch, ne? Denn das, was ja wir hier installiert bekommen haben, ist ja eins der Großkonzerne und da geht es im Grunde nur um wirtschaftliche Interessen. Und was wir dann erleben, ist, dass wir nach Spanien fahren und dieselbe Scheiße zu kaufen kriegen, wie wir in Berlin bekommen. Ja, es gibt überhaupt keine regionalen Unterschiede mehr. Ja, du kannst überall den gleichen Kram kaufen und findest nur noch auf Bauernmärkten oder so vielleicht mal regionale Sachen. Ne? Ansonsten ist alles eine Einheitssoße und das möchte keiner. Ne? Wenn es dann eben in Spanien denselben Spargel gibt, den ich mir auch hier in Berlin oder Wedes kaufen kann, naja, das war ganz schön und so, aber das ist nicht die Sache und der Sinn, der da eigentlich. Ja, den wir möchten, denke ich mal. Also jetzt, man kann natürlich immer nur von sich aus sehen, aber ich denke mal, das ist nicht zielführend. Ja. Jetzt aber Alexander, dann Stefanie, dann Ralf. Ich habe die Frage auch so verstanden wie Peter, also dass das Europa praktisch nicht um wirtschaftliche und solche Sachen geht. Und wenn wir das jetzt so denken, was du gerade gesagt hast, Diana, dass wenn die Nationalstaaten funktionieren, wir gar kein vereinigtes Europa brauchen, dann muss man aber auch sagen, als Deutschland die Bundesrepublik gegründet wurde, hätte man ja auch sagen können, wenn die einzelnen Regionen funktionieren, dann hätte man Deutschland nicht gebraucht. Jetzt vielleicht auch Und nicht. ja, genau. Und jetzt, wenn wir eben wieder auf die Regionen zurückgehen und die funktionieren, weil wir können ja sagen, Belitzer Spargel, Kirschen aus Franken und so weiter, das hat ja jede Region schon allein durch seine geografische Begebenheit auch seine Einzigartigkeit. Und wenn das eben wertneutral nebeneinander steht, wie Ralf gesagt hat, dass eben das Grundeinkommen so ist, dass du quasi immer den gleichen Warenkorb vor Ort dann kriegst, dann kannst du halt sagen, ja, nächsten Monat fahre ich nach Malaga, gehe dort auf mein Grundeinkommensamt und kriege dann meine 250 € und hier kriege ich halt 600 €. Also dann wäre das eben wirklich egalitär. Und ich glaube, uns allen, die wir in der Politik etwas verändern wollen, geht es ja darum, dass wir Egalität wollen. Also jeder tut, was er kann, jeder nimmt, was er braucht und jeder kriegt die gleiche Wertschätzung dafür, für seine Qualitäten, die er mitbringt, ohne die gegeneinander abzuwerten. Und wir werten ja schon die Nationalitäten gegeneinander ab, wenn es eben heißt, die faulen Griechen oder die, keine Ahnung. Also, dass wir praktisch sehen, dass das, was mit den Regionen und Deutschland genau das gleiche ist, was mit Deutschland und Europa ist. Also, wenn wir rückwärts denken, genau, brauchen wir das Übergeordnete nicht, wenn das Kleine funktioniert. Stefanie? Zu dem mit dem Grundeinkommen überall in Europa im Prinzip ja, aber dann haben wir wieder das Problem: Wer kriegt das Grundeinkommen? Der Syrer, der hierherkommt? Jeder Syrer, der hierherkommt, aus jedem Grund, der hierherkommt? Egal aus welchem Grund, der hierherkommt, also hierher nach Europa in dem Fall dann. Das ändert nicht unser Problem, wer, um wen müssen wir uns kümmern und wen nicht. Und da habe ich immer ganz gern, ich habe da auch früher gesagt, klar, mit offenen Armen, alle und so, ja. Und irgendwann ist mir das Bild gekommen. Ich bin eine Mutter, ich habe zwei Kinder. Ich hätte schlecht noch ein drittes geschafft. Aber wenn ich jetzt irgendwo ein Kind mitgekriegt hätte, nehmen wir theoretisch an, ich hätte es dann auch machen dürfen, weil das muss man ja genehmigt kriegen, hätte als Pflegemutter noch ein drittes Kind aufgenommen. Dann kriege ich noch von irgendeinem armen Wurm mit, wo dringende Pflegemutter braucht. Aber wenn ich das Wurm jetzt aufnehme, dann geht es meinen drei anderen schlecht. Es geht nicht beliebig. Also ich kann meine Leistungsfähigkeit auch weder als Mutter noch als Staat beliebig vergrößern. Und das war für mich nicht angenehm, aber es war für mich einleuchtend, als ich das dann mal auf die Ebene übersetzt habe. Mit den Regionen, da hast du was ganz Interessantes angesprochen. Es war ja ein Kampf der Regionen in Deutschland. Freistaat Bayern, Freistaat Sachsen. Die wollten nicht so beliebig sich der Bundesrepublik unterordnen.
war ja durchaus ein Thema. Aber zurück auf das, brauchen wir was Übergeordnetes? Man kann sagen, die Pläne, die jetzt laufen, die laufen schon seit ewigen Zeiten. Und wenn man die amerikanische Geopolitik anguckt, dann laufen die schon seit 100 Jahren. Jo. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass die Menschen, die am Anfang für Europa gekämpft haben, aus einem guten Grund für Europa gekämpft haben, nämlich weil sie nie wieder Krieg in Europa wollten. Ja? Und die EU hieß ja nicht immer EU, die hieß ja vorher EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und davor noch gab es die Montanunion, noch weniger. Einfach ein wirtschaftlicher Zusammenschluss. Also wirtschaftliche Zusammenarbeit muss nicht heißen multinational. Da könnte man auch wieder runterkommen. Also ich glaube, wir könnten diese multinationalen Konzerne runterschrauben. Manche reden ja sogar von zerschlagen. Ja, zerschlagen heißt ja nicht kaputt machen, heißt ja nur in Teile aufsplitten, ja, dass diese Machtkonzentration wegfällt. Also ich kann mir, ich hänge immer noch dem Gedanken, Europa ist für den Frieden. Deswegen ist es also entsetzlich, was Europa gerade macht für mich. Das ist furchtbar. Das ist das genaue Gegenteil von dem. Und das ist so pervers rumgedreht. Ich habe jetzt gerade heute gehört, die Frau Baerbock hat gesagt, was den Krieg gegen Russland betrifft, sie fühlt sich auf den Schultern ihres Großvaters stehen, der hat ja auch schon gegen Russland gekämpft. Also irgendwo gehen denen ganz die Gäule durch. Vor allem, die drehen das so rum. Das ist ja abartig, weil sie wollen die Antifaschisten sein. Und jetzt plötzlich sind die Großväter gut. Also ich kapiere das nicht, wie dumm man sein kann. Also ich glaube immer noch... Gleich gesagt hat, sie steht auf den Schultern von Adolf, ist nun alles dann. Ja, so ungefähr. Also mir hat es die Socken ausgezogen. Mhm. Aber der mir das gesagt hat, der hat das sicherlich nirgends so her. Ich glaube immer noch, dass Europa ein gutes Friedensprojekt ist. Aber nicht in diesem Großkonzernzusammenschluss, sondern da gehe ich mit euch allen, die Menschen aus den Regionen und die Regionen schließen sich zusammen und der Mittelstand schließt sich zusammen. Nicht zu Großkonzernen, sondern zu der Mittelstand, der jetzt auch darum kämpft, weiter mit Russland Geschäfte machen zu dürfen. Da gibt es ja genügend. Ja? Nicht nur das Gas zu beziehen, sondern auch in alle beiden Richtungen. Ja? Der ist eigentlich der den Frieden garantiert, wenn er zum Zuge kommt. Die Menschen garantieren den Frieden. Weder die Regierungen, sieht man ja jetzt, und die Großkonzerne dreimal nicht, die wollen ja gerade Unfrieden. Also ich glaube in dem Sinn immer noch an Europa, aber nicht auf irgendeinem schnellen Weg, sondern ich glaube immer noch, dass wir erstmal, das ist ja unser Ding eigentlich, da waren wir jetzt noch gar nicht, unseren Nationalstaat bewahren müssen, weil wir unser Grundgesetz bewahren wollen, weil wir den Wert dessen so hoch schätzen. Und vielleicht können wir da leichter drüber reden, wenn wir sogar mal jetzt über den Punkt reden, es gibt ja diesen anderen Begriff, die Republik und Bundesrepublik Deutschland, Erneuerung an den eigenen Idealen. Ja? Vielleicht ist das, worüber wir eigentlich nachdenken oder wie wir das empfinden, eigentlich dieses republikanische Thema, dass wir an unsere Verfassung, an das, was unsere Republik ausmacht, und da gehört die Verfassung ja hin, glauben. Und dass das ist, was noch lange überleben soll und was möglichst sogar ausstrahlen soll, wie ich mir es auch vorstelle, auf Europa, auf andere Länder. Nicht, dass die jetzt die Verfassung übernehmen müssen, Gottes Willen, aber dass wir wieder dahin kommen, dass das ein gemeinschaftliches Thema ist, die Menschenrechte. Das war es ja früher. Menschenrechte waren ein ganz großes Thema und plötzlich ist es nichts. Schlecht. Mhm. Ja, ist für mich nicht fassbar. Erstmal Ralf, dann ich, dann Peter. Also, die EU hat einen schweren Geburtsfehler. Also, der Wunsch, das ist das Positive daran, das ist das Idealische, zu sagen, wir wollen nicht mehr gegeneinander stehen und wir machen was Gemeinsames und die gemeinsamen Verbindungen so tief, dass nicht irgendein Verrückter das wieder außer Kraft setzen kann, wie das bei Adolf der Fall war. So, das war ja eigentlich der Wunsch. Und dann hat man aber das nicht auf politisch und auf vor allen Dingen nicht auf kulturellem Felde gemacht, sondern auf dem Felde des Euro. Und da waren wir 2008, da war ja diese große Finanzkrise mit allem drum und dran und dann ging das Riesenproblem mit Griechenland los und so weiter und so fort und dann haben wir plötzlich, und dann kam das Interessante, dass durch die EU die Feindschaft innerhalb der Staaten schärfer wurde, als sie vorher war.
Also plötzlich, wir haben gesagt, die sollen raus, die Griechen. Die Griechen haben uns für Faschisten und haben die Frau Merkel mit Adolf Hitler Bart und weiß der Kuckuck was alles. Da ging unglaublich was los, weil den Griechen plötzlich die ganze Wirtschaftsbasis genommen wurde und die sollten dann plötzlich europäischen Regeln gehorchen, die Regeln in Griechenland völlig außer Kraft gesetzt hatten und die Griechenland in unglaubliche Armut getrieben haben mit unglaublich vielen Selbstmorden von Menschen, die nicht mehr wussten, wie sie rumkommen sollten und sowas. Da war ja unglaublich, das war ja ein richtiger, es war ein Wirtschaftskrieg, der plötzlich von der EU da losgebrochen ist. Und dann hatten wir, das war meines Wissens, das war glaube ich in Göttingen oder Hannover, ich weiß gar nicht so genau, da war so ein kleiner Kreis von Studenten, die hatten den Eichel eingeladen. Der Eichel war vorher Finanzminister gewesen bei Helmut Kohl und die haben das eingetütet. Und in diesem Spannungsfeld, und da waren da 10 Studenten und wir zwei, mein Mann aus der Ecke des bedingungslosen Grundeinkommens, da haben wir ihn gefragt, warum habt ihr den Euro gemacht? Und dann hat er gesagt, also weil das ganz klar war, durch dass den Euro zum Beispiel die griechische Wirtschaft total zusammenbricht, weil das ging nicht mit dem Euro, ne? Und dann hat er gesagt, wir wollten die Länder zusammenzwingen. Zwingen. Wir wollten etwas schaffen, was die Länder zusammen zwingt. Ja. Ja. So, dass man quasi den Rest, die kulturelle Verständigung gewissermaßen aufgrund dieses Zwanges dann machen muss. Und das war eine interessante Aussage für mich, die zeigt, so geht es gar nicht. Also man muss die Völker vereinigen und dann gucken die Völker untereinander, wie es geht, ohne das, also im Sinne von geben und nehmen und so weiter und wirklich verbünden, sich verbünden, das Wort, Mann, was ist das für ein Wort? Und nicht was hinschaffen, eine Struktur, um die Völker zusammen zu zwingen. Und das ist einer der ganz, ganz schwierigen Geburtsfehler dieser gesamten EU. Und an dieser EU, an diesem Geburtsfehler wird die gesamte EU auch zerbrechen. Das ist ganz klar. Und da stehe ich zum Beispiel auch anders als Frau Guro. Frau Guro findet es gut, dass wir den Euro haben, weil sie sagt, das ist geil, wenn ich in ein anderes Land fahre. Ich fahre nach Frankreich rüber. Da muss ich nicht mein Geld wechseln oder sowas. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schweiz fahre, da gibt es 2 Währungen. Ne? Da gibt es die, und wenn ich da an Bankautomat gehe, kann ich unterscheiden, da kann ich wählen, nehme ich da, was, wie heißt da die Währung? Okay. Schweizer Franken oder nehme ich oder will ich dasselbe Geld in Euro haben? Und in den nahen, also in den grenznahen Gebieten, also in Basel oder sowas, kannst du immer mit Euro oder mit Schweizer Franken bezahlen. Das ist, und so könnte man es überall machen, dass es den Euro überall gibt. Und wenn du im Land bist, musst du nicht umwechseln, sondern wenn du dir neues Geld ziehst, kannst du es dir dann in der Landeswährung ziehen und mit der Landeswährung bezahlen. Das ist durchaus machbar. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Deswegen ist der Euro keine Notwendigkeit, um irgendwie die Staaten untereinander zu halten. Und ganz im Gegensatz, eine eigene Währung gibt den Staaten, vor allen Dingen denen mit schlechter Struktur, eine unglaubliche Chance, sich zu erholen. Aber da, das hat Frau Guro auch noch nicht so ganz so gesehen, aber da braucht man halt Finanzblick dafür. Okay, das wollte ich hier nur anfügen. Also ich möchte jetzt nochmal ergänzen, weil ihr mich darauf hingewiesen habt, dass Guro natürlich nicht die EU meint. Ja, das sehe ich auch. Natürlich. Sie spricht halt von einer europäischen Republik und möchte das eigentlich ganz anders. Und sie meint aber, was das Verbindende dann wäre, wäre ein gleicher Rechtsrahmen. Ja, und dieser gleiche Rechtsrahmen, dann frage ich mich aber, wer soll den denn bitte schaffen? Und wenn er geschaffen wird, dann muss er demokratisch geschaffen werden. Und dann brauchen wir aber überhaupt noch nicht darüber reden, solange Demokratie nicht wenigstens in den unteren Strukturen schon da ist. Weil ansonsten halte ich Ihr Projekt, nämlich für Wolf im Schafspelz, so uns das jetzt wieder schön zu reden, genauso wie es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch gemacht wurde. Jetzt pappt nämlich an jedem Scheiß das Wort Grundeinkommen, das bedingungslos, das hat man schon gleich mal ganz vergessen. Und alle sagen, oh, ist das toll. Und wenn es dann die digitale Währung gibt und dazu gleich noch ein Grundeinkommen, dann sagen alle, oh ja, das haben wir jetzt so oft gehört, das ist was Gutes. Und einfach, in Wahrheit, das ist total verdreht und was Falsches. Und sie kommt jetzt an und alle sagen dann, oh ja, dann ist ja Europa doch eine ganz tolle Idee. Und nachher wird aber genau das, was jetzt schon passiert ist, genau das, was Ralf gesagt hat, es waren einfach nur reine Wirtschaftsinteressen, uns eben doch wieder nur übergestülpt. Und solange wir nicht wirklich erstmal eine Demokratie von unten haben, ist mir dieses ganze EU und ob das jetzt Europäische Republik ist oder sonst was, sowas von scheißegal, da brauchen wir ein Büro überhaupt nicht kommen, mir das irgendwie erzählen zu wollen, wie toll da irgendeine Republik ist.
So und aber wie, wir müssen doch erstmal mit einer Demokratie anfangen, wenn die überhaupt erstmal irgendwo gegeben ist. Dann können wir weiterreden so, aber bis dahin noch kein bisschen, kein Schritt für mich. Diana, darf ich? Ja. Ich weiß nicht, warum du dich da auf die Büro gerade so einschießt. Ich bin 100% der Meinung, du hast sie da völlig falsch verstanden. Nein. Ich habe ganz explizit gesagt, der Euro hat nur dann Sinn, wenn er auch sozial abgekoffert ist im Hinblick darauf, dass den Regionen. Ich weiß, schönes Leckerli, schönes Leckerli. Jetzt sollen wir alle noch denken, oh ja, gleicher Rechtsrahmen, weil wir jetzt alle Sozialabsicherung kriegen, dann ist das ja gut. Aber das ist doch Blödsinn. Nee, das ist kein Blödsinn, weil dann wäre das nämlich auch mit Griechenland nicht passiert. Wenn die die gleiche Arbeitslosenversicherung gehabt hätten, wie in Deutschland gewesen wäre und ein ähnliches Sozialsystem. Mit allem, aber guck mal, was bei uns ganz aber Peter, du glaubst doch nicht, wäre dass das das nicht passiert. ernsthaft eingeführt wird mit denen. Das wollen die uns Nein, doch nur erzählen, aber dann kommt dann das doch nicht. die Frau Veronese, sage ich sie bitte. ist definitiv nicht diejenige, die jetzt sagt, dass die EU, wie sie jetzt existiert, so sein soll, wie sie sich das vorstellt. Ja, Definitiv nicht. Sie nee, ist das wahrlich stimmt. kein Verfechter der jetzigen EU. Definitiv. Nee, genau. Ganz sicher nicht. Und weil da passt auch das gut rein. Ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte gemacht, wo Stefanie von Flüchtlingen geredet hat, wie gehen wir mit diesen Flüchtlingen aus Syrien und so weiter. Ne, das ist natürlich auch so ein Problem, was im Grunde genommen eben nicht nur europäisch ist, wie Ralf das ja auch immer so wunderbar sagt. Es gibt keine deutschen Probleme, genauso wenig wie europäische Probleme gibt. Es gibt nur Weltprobleme und die können nur gemeinsam gelöst werden, wenn es im Grunde genommen dann endlich mal passiert. Und das kann nur der Souverän machen am Ende. Das ist halt so. Ne? Also, was wir ja hier als föderaler Staat haben, diesen Finanzausgleich, ne, wobei er natürlich immer so ein bisschen anstinkig ist, weil sie der Meinung sind, sie würden hier die goldenen Gänse braten und dann würden die uns in den Mund fliegen, ist natürlich klar. Das ist eigentlich nur eine EU-Geschichte der Bayern, die da im Endeffekt aber nicht springt. Zum Glück haben wir ja dieses Finanzausgleichsgesetz, wo dann im Grunde genommen Bayern dazu verpflichtet ist, da ihren Beitrag zu leisten halt. Ne? Noch viel geiler wäre natürlich, wenn wir das schaffen würden, alle Regionen gleich zu fördern, eben Hilfe zur Selbsthilfe, wie auch immer man das nennen möchte halt. Ne? Und das Zerschlagen von Konzernen oder Großkonzernen ist, denke ich mal, auch sicherlich kein vernünftiger Weg, weil sowas wird sich von alleine dann passieren. Also es gibt ja mal, ihr habt ja mal Kartellämter, die genau sowas eigentlich kontrollieren sollten, dass keine Macht eben Konzern ist und wir eben alle dieselbe Zahnpasta im Mund haben, nur weil die besseren Amazon oder so, wie wir alle, ne? Da gibt es ja nun viele Beispiele halt. Ne? Und sowas, denke ich mal, sollte sich dann sowieso selbst regulieren. Da höre ich mich ja schon fast an wie die FDP, aber gut, egal. Da sind natürlich immer noch viele Sachen, die zu diskutieren sind und es ist sicherlich ganz viel noch, was wir, es wird sich viel mehr von alleine regulieren, wenn erstmal das Volk in der Lage ist, überhaupt seine Souveränität zu erkennen, zu ergreifen und dann eben auch umzusetzen. Das ist natürlich ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, der darf auch gerne moderiert werden, von wem auch immer, ja. Und das ist natürlich Bewegung, die auch wachsen darf. Und wenn die hier von Deutschland ausgeht, warum nicht, bin ich immer dabei. Ich bin ja schon dabei. Und das ist halt das Thema, irgendjemand muss anfangen. Und dann kann sowas auch ein Funke sein, der überschreibt auf Europa und dann auch später auf die ganzen anderen Regionen, die ganze Welt. Anders funktioniert es sowieso nicht. Ansonsten wird es immer nur Enklaven geben, die je nachdem, wie groß ihre Wirtschaftskraft ist, dann vielleicht von größeren niedergemacht werden wieder halt, ne? Und da bin ich 100% überzeugt von, dass wenn das erstmal anfängt zu laufen, wird das ein Selbstläufer. Weil danach lächzt die ganze Welt am Ende. Dass der Bürger, der für all die Scheiße bürgt, was hier unsere Regierung abhalten, endlich wieder das Heft selbst in die Hand nehmen kann. Und dann dafür verantwortlich ist. Also auch diese 100% der Eigenverantwortung der Regionen und auch jedes einzelne Menschen. Das ist ja im Kleinen wie im Großen. Wir gucken uns eine Familie an, die wird nur dann funktionieren, wenn es allen gut geht halt. Wenn es nur dem Papa gut geht und er dann als Tyrann die Familie diktiert, dann geht es da kämen. Alexander? Ich möchte nochmal auf dieses EWR und EU und so weiter kurz zurückgreifen, um dann meinen Gedanken anzufügen. Wir sehen ja ganz klar, dass die EU rein auf wirtschaftlicher Basis gemacht wurde. Und das Kulturelle einfach nur plakativ nach vorne geschoben wurde mit Plakaten und mit irgendwelchen Euro-Festivals.
Und als ich vor fast 30 Jahren selbstständig wurde und Importgeschäfte machte, da gab es sogenannte Schutzzölle für die einheimische Wirtschaft. Also wenn du Erdbeeren importieren wolltest im Juni, als es bei uns Erdbeeren gab, dann hast du da eine wahnsinnig hohe Zölle zahlen müssen, um den einheimischen Erdbeerbauern zu schützen. Und diese Schutzzölle heißen jetzt Strafzölle. Das heißt, heute wird man bestraft, wenn man der teurere ist. Und das ist natürlich eine reine Wirtschaftsgeschichte. Und wenn wir ein Europa auf Europa hinstreben und sie es ernst gemeint hätten, dann hätten sie natürlich gesagt, was die Frau Gero eben auch meint, wir brauchen einheitliche Standards, dass man dann von allen Ländern die Verfassungen nimmt und die dann praktisch zusammen anschaut und sagt, okay, was ist wo besser? Wo haben die Menschen vielleicht, die deutsche Arbeitslosenversicherung ist gut, das können wir übernehmen, das haben wir in anderen Ländern nicht. Die Gesundheitsversorgung in Spanien ist toll, die ist irgendwie egalitärer mit diesen nicht zwei Versicherungsformen, bla bla. Und dann hätte man daraus eine gemeinschaftliche europäische Wertsteigerung machen können. Aber das ist ja nie passiert. Und jetzt hätte man da, wenn wir darauf hinaus wollen, auch einen Grund, unsere Verfassung zu propagieren, indem wir sagen, ja, wenn man die Verfassungen miteinander vergleicht, dann brauchen wir erstmal eine Verfassung. Und dann machen wir uns die, indem wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben und dann können wir es zusammenlegen und können schauen, was haben die Italiener, was haben die Spanier und so weiter. Also praktisch erstmal wieder zurückgehen und dann nochmal neu beginnen und dann könnte das, ja, die Nationalstaaten könnten quasi als Fürsprecher für die jeweiligen Regionen, die sie umgeben, dastehen. Und miteinander das Ganze dann wieder in einen Rahmen bringen, wo das Kulturelle und Menschliche im Vordergrund steht. Ja, ich möchte nur noch darauf hinweisen, wenn jetzt über die EU gesprochen wird, wir sind ja in dem Spannungsfeld, dass eigentlich unsere Politiker sagen, Deutschland muss weg. Alle, also die Grünen vor allen Dingen, sagen, Deutschland ist Dreck, Deutschland muss weg, so ungefähr. Mhm. Ne? Und das sagt ja selbst der Habeck und Frau Roth und wer immer, wen immer du fragst. Und Frau Baerbock macht ja schon Politik direkt für die Leute in der Ukraine und sagt, es ist mir egal, wie meine Wähler darüber reden. Da sieht man halt, dass ganz andere Bedingungen inzwischen sind. Und dann, da ist es wichtig, dass man einfach mal guckt, das wollen die. Unser Bundeskanzler stellt sich neben dem Macron und sagt, ich träume von einer postnationalen europäischen Verfassung. Und das wollen die und die wären schon längst damit, wenn in Frankreich nicht ein Einbruch gewesen wäre, dadurch, dass die Le Pen so hochgekommen ist in der letzten Wahl. Sonst hätten wir jetzt schon eine europäische Verfassung. So, nur damit das ganz deutlich ist. Und da ist dann wichtig, da mal reinzugucken, wie das im Europarecht, was da ist und dass man das einfach weiß, dass es so nicht gehen kann. Ich zitiere das immer mal wieder, weil es so wichtig ist, damit, dass man das weiß. Demnächst werden wieder Riesenwahlen dann gemacht. Bei der letzten Wahl wurde ein Herr Weber gewählt und ein abgefragter Schabracke ist dann in die, hier in Deutschland völlig abgefragte Schabracke, die ist dann da in die Leitung gekommen, obwohl die niemand gewählt hatte, die hatte gar keinen Einblick. Das hat mit Demokratie alles gar nichts dort zu tun und vor allen Dingen das Allerwichtigste, auch nicht das Geringste mit Menschenrechten. Und das möchte ich jetzt ganz kurz erzählen. Also in der europäischen, wir haben die deutsche Verfassung ist so aufgebaut, wir haben vorne die Menschenrechte oder die Grundrechte und dann kommt erst der Staat ab Artikel 20. In der europäischen Verfassung gibt es etwas, was den Menschenrechten am Anfang entspricht und das ist die europäische Grundrechtecharta, die Grundrechtecharta der europäischen Nation. Und da heißt es in Artikel... Europäischen Union, nicht Nation, soweit sie machen. Vorwort der Europäischen Union. Und da heißt es in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. Da sagt man spontan, boah, geil. Ne? Klingt doch wie bei uns. In Deutschland heißt es aber, sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. In der EU-Charta fehlt der Verantwortliche. Da steht nur, sie ist zu achten und zu schützen. Und dadurch wird die gesamte, wenn man sagt, die Würde des Menschen unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen, und man sagt nicht, wer verantwortlich ist letztendlich, dann wird das zu einer Luftnummer. Das heißt, es ist völlig nur ein Gerede, ohne dass man irgendjemanden verantwortlich macht. Ist das deutlich? In Artikel 2, in Artikel 2 heißt es in der deutschen Verfassung, im deutschen Grundgesetz,
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Es war ein starkes Ringen damals bei den Politikern, bei denen, die das Grundgesetz gemacht haben, was man nach oben setzt. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und man hat gesagt, die Freiheit ist wichtiger als das Leben und hat das tatsächlich oben hingesetzt. Ich komme auch gleich drauf, warum. In der Europäischen Union gibt es ja nur ein Recht auf Leben. Und Recht und Verbot von Todesstrafe. Das ist der Hammer. Und dann und Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit kommt in der gesamten EU-Charta nicht vor. Und das ist interessant, das zu wissen und zu verstehen. Also wenn ein Recht auf, wenn nur postuliert wird, ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieses Recht ist zum ersten Mal in im alten Römischen Reich definiert worden. Und zwar, wenn ein Sklavenhalter seine Sklaven verliehen hat, dann musste der Entleihende unterschreiben, dass er die Leute gesund und lebendig zurückgibt, sonst hätte er sie kaufen müssen. Ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, gelöst vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ist ein reines Sklavenrecht, mehr nicht. Das Einzige, was es in der EU-Verfassung noch gibt, oder in der, dies ist ja noch keine, also in der Grundrechtecharta, ist Recht auf Religionsfreiheit und so weiter und Recht auf geistige Freiheit. Also auf geistige Freiheit heißt nichts anderes als, du kannst dir denken, was du willst, Hauptsache du machst, was ich will. Das ist das Recht auf geistige Freiheit. Das unterscheidet sich vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit um 10.000%. Das ist überhaupt nicht so. Und die gesamte EU-Verfassung ist eine solche, die eigentlich eine Sklavenverfassung ist. Und hinterher, was bei uns ab Artikel 20 kommt, die Staatsstruktur, da ist dort eine reine Lobbyistenstruktur. Also das muss man halt wissen und dahin soll es gehen. Das ist quasi eine Abschaffung der Menschenwürde. Und das ist genau das, was jetzt im BEF dann auch besprochen wird. Nur mit schöneren Worten. Das ist eigentlich alles. Und man will es weghaben, weil in einer, ich will mal sagen, bei Unternehmern oder in der Wirtschaftsstruktur, das stört einfach die Freiheit des Menschen. Der Konsument ist geil, aber die Freiheit des Menschen ist ein echter Störfaktor in jedem faschistischen System. Und die gesamte EU ist nichts anderes als ein in Blendwerk gehülltes faschistisches System. Und davor müssen wir uns wahnsinnig davor abschotten. So. Nur dieses für sollten Leute hier zugucken, die das nicht wissen. In der EU gibt es ja ein Riesenparlament, ne? Und die werden bestens bezahlt. Ne? Dieses Parlament hat nicht mal das Recht, Gesetzesvorschläge zu machen. Da haben wir ein Parlament, das hat nicht mal das Recht, den Gesetzesvorschlag zu machen, dass es was zu sagen hat. Dieses Parlament hat nichts zu sagen und hat nicht mal das Recht, den Gesetzesvorschlag zu machen, dass es überhaupt etwas zu sagen hat. Dieses Parlament hat ausschließlich die Bedeutung, dass es, wenn von der Europäischen Kommission oder sowas dann Vorschläge kommen, dann dürfen die so oft abstimmen, bis es durch ist. Was anderes haben die nicht. Und die werden so viel bezahlt, das ist reines Schweigegeld. Die werden wahnsinnig, die kriegen Gelder in den Arsch geschoben. Das ist nichts anderes als Schweigegeld. Und dann regt man sich auf darüber, wenn dann jemand aus Griechenland sich da bedient oder sowas. Die bedienen sich alle. Ob das Geld nun aus der EU kommt oder aus Aserbaidschan oder woher immer, das ist völlig kein Thema. Das muss man einfach wissen. Und die EU ist das Gegenteil von dem, was eigentlich sein sollte. Ein reiner Selbstbedienungsapparat und darf in keiner Weise unterstützt werden. Und deswegen, da muss man ganz scharfe Grenzen ziehen. Wer in der Richtung spricht, dass wir, wie unser Bundespimpf, Bundeskanzler, der Versuch eines Bundeskanzlers, der es nicht hinkriegt, einen Arsch in der Hose zu haben, sondern genau das macht, was die Amis von ihm wollen. Er zögert zwar immer ein bisschen. dieser Versuch eines Bundeskanzlers, wenn der sich hinstellt, ich träume von einer postnationalen Europäischen Union, das ist das Schlimmste, was man uns überhaupt nur antun kann. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die EU irgendwann falsch abgebogen ist. Und wir sollten vielleicht auch einfach mal selber anfangen, scharf die Begriffe zu trennen.
Wenn wir von EU reden, meinen wir die derzeitige EU-Konstruktion. Reden wir von Europa, meinen wir die derzeitige, Quatsch, meinen wir die ursprüngliche Idee. Da gehört sogar Russland mit rein, bis an den Ural. Natürlich, genau. Und es war auch ein gröbster Fehler, dass man Russland nicht aufgenommen hat damals, als Putin vom Parlament stand und gesagt hat, er ist zu jeder Zusammenarbeit bereit. Es war einfach nur größtes Versagen und es wird später mal auch so gesehen werden. Ich wollte jetzt aber, dass wir das Thema mit der Gero ein bisschen abschließen, vielleicht noch eins bringen von ihr, denn es ist wirklich nicht ganz so, wie du das empfindest, Jana. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich gebe es zu, ich habe nur ihre Vorträge von ihr gehört. Aber ich gucke immer gerne mal in Buchbesprechungen, was jemand darüber sagt. Und da steht ein schöner Satz: Ulrike Gero versucht ein EU-System, das von oben. Versucht einem EU-System, das von oben her gedacht wird, in Klammer Wirtschaftsinteressen, eine Utopie gegenüberzustellen, welche die EU von unten her denkt. Jeder, der eine IBAN besitzt, da kommst du ins Spiel, sollte auch eine entsprechende Sozialversicherungsnummer bekommen. Jeder Europäer bekommt eine Stimme bei der Wahl zum Bundestag und in einer zweiten Kammer sollten dann die Nationalstaaten vertreten sein, wie im Bundesrat. Also föderale Struktur. Aber eben, da steckt ja das auch schon drin, eine Sozialversicherungsnummer. Der Mann schreibt jetzt da nicht mehr. Aber da steckt das ja auch schon drin, der Gedanke, dass eine gewisse Gerechtigkeit da ist. Jetzt aber das Problem, was du vorhin gesagt hast, Euro als zusätzliche Währung, sowas klappt nicht. Währungen haben ihre eigenen Spielregeln. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen das jetzt so. Wie willst du den Euro dann gegen die anderen Währungen verrechnen? Das so einfach geht es nicht. Also entweder Euro oder zurück zu den Einzelwährungen oder zumindest zu kleineren, also vielleicht Euro behalten, aber was weiß ich, Griechenland macht wieder seine Drachme. Ja? Ein riesen Baufehler an der EU, den wir verursacht haben und weshalb diese ganze Wirtschaftsgeschichte so schön kacke schief gelaufen ist, ist, wir wollten immer der Exportweltmeister sein. Wenn wir der Exportweltmeister sind, dann ist ein anderer der Importweltmeister. Was macht ein Importweltmeister? Er macht Schulden beim Exportweltmeister. Und schon haben wir diese vertrackte Situation mit den schwachen Währungen, die viele Schulden haben, und mit der D-Mark, die ganz stark ist. Und wir haben immer noch unsere D-Mark gehabt. Der Euro war unsere D-Mark eigentlich. Und die anderen Währungen waren zu schwach, also die anderen Regionen waren zu schwach für diesen Euro. Es konnte nicht gehen, aber es beruhte auf diesem Denken, wir müssen Exportweltmeister sein. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass das Deutschen einziger Stolz war nach dem Krieg, dieses Made in Germany, ich weiß gar nicht, ob ihr das alle wisst, das war ja eigentlich als Schmach gedacht, dass die Deutschen das draufschreiben mussten auf ihre Produkte, Made in Germany. Von den Nazi-Deutschen ist das gemacht, ja. Es war ja gedacht, dass das dann bremsen würde, den internationalen Einkauf von Made in Germany. Aber das Ding hat sich umgedreht. Das wurde zum Qualitätsbegriff und wurde zum Stolz der Deutschen. Und vielleicht ist darüber auch das wahnsinnige Interesse dran, dieser Exportweltmeister zu sein und zu bleiben, entstanden. Also das war der wirtschaftliche Webfehler und an dem sind wir schuld. Ja? Und wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht diese Eurokrise nicht so gehabt, wie wir sie gehabt haben. Ich möchte jetzt auch noch abschließend zu Giro sagen, weil nicht, dass ihr denkt, ich verstehe sie falsch. Ich verstehe sie schon richtig. Für mich ist es nur so, dass sie theoretisch etwas vorwegnimmt, was nur als demokratischer Prozess am Ende herauskommen könnte. Wenn es denn demokratisch nachher herauskommt, dass wir alle eine europäische Republik sein möchten, kann ja sein, das ist ja dann schön. Aber sie legt sozusagen ein Ergebnis fest, wo wir uns demokratisch hinentwickeln sollen. Und Nee, das sie spricht stört von einer mich. Utopie. Sie spricht von einer Ja, Utopie, eben, also von aber einer es ist für schönen mich ein Utopie. von oben erdachtes Konstrukt, wo wir jetzt rein sollen, statt irgendwie offen zu lassen, wo wir hinwollen. Okay, aber vielleicht jetzt mal auch mit Giro, okay. Ich wollte jetzt mal noch die Frage stellen, welche Chance haben wir denn eigentlich noch, auch mit unserer Idee, unsere Verfassung, Grundgesetz zur Verfassung erheben, hier die Souveränität im Nationalstaat oder in unserer Republik überhaupt wiederherzustellen? Innerhalb dieses Konstruktes, das es jetzt eben schon gibt. Weil unser Land ist ja schon von der EU sehr ausgehöhlt. Das hat ja Ralf auch schon jetzt sich mal gesagt. Ja, Peter. Das ist ja fast eine Suggestivfrage, ne, liebe Diana? Ja, das ist ja klar. Ich meine, das ist ja der Weg, den wir eben halt vorzeigen wollen oder aufzeichnen wollen. Das ist ja im Grunde genommen, dass sich das Volk eben die Souveränität das erste Mal überhaupt holt und dann
in unserem Kontext natürlich mit der verfassungsklärenden Versammlung dann im Grunde genommen der Weg beschritten wird, den das deutsche Volk dann gehen wird. Das wissen wir ja heute auch nicht, wie das sein wird halt, ne? Wir geben ja da nichts vor. Und das ist ja genau das Thema. Und natürlich, und da schließen wir uns ja eigentlich wieder am Anfang an, ob wir noch Nationalstaaten brauchen. Und ja, denke mal, für die Übergangszeit werden wir sie auf jeden Fall in der Form mit klaren Grenzen und eigenen Regierungen, wie auch immer, die dann allerdings wirklich mal selbst gewählt sind vom Volk und nicht in Politik made in Germany, Politik irgendeiner. in Germany und nicht in Amerika. Ja, genau. Die wird es geben müssen halt, ne? Inwieweit sich jetzt Nationalstaaten als nationale Gebilde mit Grenzen und so dann irgendwann auflösen, das wissen wir alle noch nicht halt, ne? Denn das, was ja jetzt hier in der EU passiert, das ist ja alles scheinheilig. Das ist eine Ego-Politik, bin ich der Meinung halt, ne? Und da jeder, ne, das Made in Germany, was Stefanie da so schön gesagt hat, das ist, soweit ich Bescheid weiß, ist das, haben die Engländer da dran gebracht, genau aus dem Grund, damit die Produkte aus Deutschland nicht gekauft werden, weil sie Schrott waren. Und dann hat sich das verselbstständigt, ja. Und natürlich am Ende, das Wirtschaftswunder in Westdeutschland, das hat ja kurioserweise auch nur ein Wirtschaftswunder in Westdeutschland gegeben. In der DDR habe ich da lange drauf gewartet, ja. Ist ja installiert worden von den Amis. Hätten die Amis nicht diesen sogenannten Marshallplan gemacht, hätte es auch in Westdeutschland kein Wirtschaftswunder gegeben. Die Ausplünderung der Ostgebiete Deutschlands, also das, was man DDR genannt hat, eine Zeit lang, war grandios. Ja, die Reparationszahlung des Krieges haben die meisten Reparationsanlagen die Ostdeutschen geleistet halt, ne? Und die Sowjetunion, unser sogenannte Brudervolk, hat ganze Werke abgebaut und in der Sowjetunion wieder aufgebaut. Ja, und den Rest hat uns der Westen genommen, sonst hätten wir nämlich den BMW und nicht den Wartburg gekriegt. Ne? Denn EMW ist ja dann BMW geworden, falls ihr das noch wisst. Ne? Also die ganzen Ingenieure sind ja dann irgendwann in den Westen gegangen. Also ist ja alles hin und her geschaukelt worden, so wie passt halt gerade halt. Ne? Und ja, wie gesagt, also Nationalstaat, ja, für eine Übergangsphase so in der Form, wie wir sie jetzt noch ungefähr kennen, sicherlich. Aber was dann später ist, werden wir halt schauen. Und alles nur auf basisdemokratische Art und Weise, anders gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich meinte die Frage jetzt tatsächlich nicht suggestiv, sondern wirklich ernst, Ach weil so. angesichts dieser EU ist es ja wirklich eine Frage, welche Chance hat man denn jetzt noch, einen demokratischen Prozess innerhalb des Staates Na, hier anzupassen? Diana, die können nur wir ergreifen, diese Macht. Und natürlich brauche da eben nicht nur 6.000 Leute, wie wir jetzt im Moment haben auf unserer Seite, sondern da braucht es eben eine wirklich breite Bewegung innerhalb der Bevölkerung. Und das ist in meinen Augen der einzig gangbare Weg, die Massen zu mobilisieren, für diese Themen überhaupt auch sensibel zu machen, in ihre Eigenverantwortung zu kommen. Das, was wir hier erleben, ist ja eine riesen Ablenkungskampagne, damit die Menschen sich ja nicht damit beschäftigen. Kriege, Klimawandel und so weiter und so fort. Ja, ob das jetzt Covid ist oder irgendwas anderes, die werden was Neues aus dem Hut zaubern, das wird unglaublich. So, dass die Leute immer nur in der Angst sind und immer nur noch damit zu tun haben, wie kriegen sie ihre Miete hin und wie kommen sie mit ihrem Auto dann auch von A nach B. Das ist Ablenkung. Und am Ende geht es genau darum, das zu erkennen, sich dem zu verweigern und sich um sich selbst zu kümmern und dann natürlich auch um jeden anderen halt, ne? Also um die Sache als solche. Das ist eine Bewusstseinsarbeit, natürlich, klar, ja, keine Frage. Und wenn man jetzt davor steht, wie der Kaninchen vor der Schlange, kommen wir natürlich keinen einzigen Schritt weiter. Also heißt es, jeden Tag aufs Neue mit Leuten reden, wenn sie mit uns reden wollen, und das Gespräch suchen, Vorträge halten und so weiter und so fort. Lustige Filme machen, was weiß ich. Es kommt ja noch einiges auf uns zu. Ich meine, wir haben ja noch einen in petto. Und ich denke mal, unsere Maschine ist schon besser angelaufen als vor einem Jahr. Okay, Stefanie, dann Alexander und dann bald. Das Römische Reich ist auch zerfallen, das Römische Imperium. Imperien kommen und Imperien zerfallen wieder. Und dann kann nur das Volk, da stimme ich Peter zu, die Sache in die Hand nehmen und muss sich notfalls über den Kollaps hinweg selber wieder eine Verwaltung und ein Staatswesen aufbauen oder ein Gemeinwesen. Ich würde trotzdem gerne für mich mal ganz klar sagen, wir sollten mit der Sprache ganz genau werden, dass wir es leichter haben. Wir reden von EU und Europa, Missions nicht gut, weil dann kann man einem was Falsches unterstellen, es kann anders aufgefasst werden oder man versteht sich gleich gar nicht.
Und genauso bin ich der Meinung, wir brauchen Republiken, keine Nationalstaaten zwingend. Ja, wir brauchen Republiken. Jetzt, was hält eine Republik zusammen? Das ist nicht so deutlich definiert, zumindest laut Wikipedia nicht. Ich habe mich jetzt da nicht irgendwo tiefer eingelesen. Aber was ich sehr schön finde, ist, ein Stichwort, was da dann steht auch, ist Verfassungspatriotismus, hatte ich ja vorhin erwähnt. Und das würde ich jetzt gerne noch kurz vorlesen, was da steht. Verfassungspatriotismus ist ein staatsbürgerschaftliches Konzept, das sich als Alternative zu einem ethnisch begründeten Patriotismus sieht. Die Staatszugehörigkeit beruht in diesem Konzept zufolge auf gemeinsamen politischen Werten wie Pluralismus, Demokratie, Meinungsfreiheit statt auf Abstammungs- und Sprachgemeinschaften. Der Begriff wurde in Deutschland 1970 von Dolf Sternberger eingeführt und führte nach Sternbergers Rede zur 25-Jahr-Feier der Akademie für politische Bildung zu größeren Kontroversen. Die Idee wurde 1986 von Jürgen Habermas aufgegriffen. Verfassungspatriotismus kann es nur in einer Willensnation geben. Das Konzept beeinflusste die Entwicklung der Europäischen Union. Das heißt, dieses ganze Ding wurde schon mal heftig diskutiert. Das war eigentlich ein Begriff, der da war. Und vielleicht sollten wir da uns dranhängen und versuchen zu sagen, wir wollen keinen Nationalstaat, wir wollen Republiken. Und was uns zusammenhält oder was für uns die Bundesrepublik Deutschland zusammenhält, ist Verfassungspatriotismus. Aufgrund, wir wollen Pluralismus, Demokratie und Meinungsfreiheit. Und das steckt ja im Grundgesetz drin. Oder genauer gesagt, das Grundgesetz ist ja der Garant für genau das. Ja? Und wenn wir uns auf diese Botschaft konzentrieren könnten und dieser ganzen Nationalstaatsdiskussion und dieser ganzen Europadiskussion aus dem Weg gehen könnten, dann hätten wir vielleicht leichter, das zu kommunizieren, was wir uns vorstellen, zumal dieser Verfassungspatriotismus ja auch in das Konzept der Europäischen Union offensichtlich, in die Gedanken, die damals gemacht wurden, eingeflossen ist. Dann ergäbe sich das, was du willst, von selber, Diana, dass wenn dann das bei uns funktionieren würde wieder, dass es dann auch nach ins Größere abstrahlen könnte, wie du das auch immer sagst, auf Europa ausstrahlen könnte, Ralf, ja, und dann sich von unten nach oben ein Europa, nicht eine EU, ein Europa entwickeln könnte. Okay. Alexander, aber du bist noch stumm geschaltet. Also das finde ich jetzt sehr wichtigen Gedanken, also dieses Wort Nationalstaat durch Republik, einfach diese Bewusstheit zu erlangen. Weil mit dem Wort National sind wir einfach in dieser vertragten Situation, dass wir dann immer in einer Ecke stehen. Erster Punkt, sehr, sehr gut. Zweiter Punkt, wie das mit den 70er Jahren, das war mir jetzt so nicht bewusst, dass diese Definition der EU schon mal auf der philosophischen Ebene stattgefunden hat. Und wir sehen, wie immer, da kommen dann diejenigen, da kommen dann die Fiesen, sage ich mal, nehmen die Guten, schmieren die Philosophie auf die Verpackung drauf und tun dann Würmer rein, wie wir es jetzt erleben. Und wie, weiß nicht, wer es gerade vorhin gesagt hat, mit der Angst, dass die Menschen halt praktisch nur noch durch die Angst regiert werden. Angst ist das Gegenteil von Mut. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Also wenn wir versuchen, die Menschen die Liebe zu ihrer Republik oder zu ihrer Verfassung und den Mut zu sich zu stehen, dann werden sie automatisch auch wieder politisch aktiv. Die sind jetzt ja alle gelähmt. Das ist ja niemand politisch. Wir können keine Politik machen mit Menschen, die sich weigern, politisch zu sein, weil sie reine Konsumenten sind, die aus Angst getrieben das tun, was ihnen die Angst sagt. Und die Angst sind halt die Medien. Und von daher mit Mut und Liebe zu arbeiten und mit anderer Wortwahl, wie jetzt eben Republik, Verfassungspatriotismus, Willensnation. Ja, ich wollte jetzt auch Verfassungspatriotismus nochmal raus, weil das Wort Patriotismus ist ja auch belegt von den Amerikanern. Und von daher ist Verfassungspatriotismus, und wir haben ja nicht mal eine Verfassung, eine offizielle, ist es natürlich ein guter Aufhänger oder eine gute Beschreibung, gar kein Aufhänger, es ist eine gute Beschreibung, um wirklich den Inhalt, den wir vermitteln wollen, dass die Leute endlich mal lernen, was bei uns draufsteht, ist auch drin. Die Leute sind ja gewöhnt, dass immer was anderes drin ist, was draufsteht, und die tun ja alles im Grunde schon, also Distanz ist Nähe und Social Distancing ist eben die Moral und so weiter. Also, dass man da einfach durch das neue Wording und dann einfach sagen, wir stehen zu dem, was wir sagen. Wir wollen Republik, wir wollen Verfassungspatriotismus, wir wollen, dass die Menschen den Idealen Europas sich verschreiben.
Ich glaube, das ist schon, also ich habe jetzt aus der Stunde schon sehr, sehr viel mit euch jetzt gewonnen, um die ganzen Puzzleteile in schöne, also zu sortieren, was ich ja gerade auch hier bei mir zu Hause mache, sortieren. Da muss ich sagen, da bin ich ja mal ganz selig darüber, dass unser Grundimpuls heißt Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Und nicht heißt Erneuerung Deutschlands, nämlich das Dritte Reich dabei oder was immer, ne? Oder so, also dass das tatsächlich bei uns, ohne dass wir das bei Gründung oder sowas wussten, also jetzt theoretisch gewusst hätten, dass die Diskussion schon gelaufen ist, inklusive Habermas, dass wir das Gefühl hatten, dass es gut ist, auf das Republikanische hinzuzeigen und dass es an den eigenen Idealen heißt, Artikel 1, die Würde des Menschen ins Zentrum zu stellen und echte Demokratie, das ist dann Artikel 20, echte Demokratie, echten Rechtsstaat, nicht verkümmerten wie jetzt und echten Sozialstaat, das wäre für mich dann im Idealfall bedingungsloses Grundeinkommen, ins Zentrum zu setzen von allem. Und wenn man da hinguckt auf diese Ideale, kann man tatsächlich das Gefühl haben, das sind die europäischen Ideale, das sind nicht deutsche Ideale, die sind auch nie als deutsche Ideale gedacht worden. Und wenn man da in der richtigen Weise mit umgehen würde, könnte man da tatsächlich alleine, wenn man in Deutschland damit anfängt, woanders können wir nicht anfangen, an der EU kannst du gar nichts ändern. Wenn man damit anfängt, könnte man tatsächlich, ich will mal sagen, für diese Ideale begeistern und eine ganz neue Grundlage für Europa schaffen, als diese verworfene. Verlogene. Ich möchte nur an einer Stelle, einfach weil mir das wieder eingefallen ist, weil das so wichtig ist auch. Es gibt einen Politiker, der ist aus aus Schwaben in die EU und war ganz, ganz oben in der EU. Aber der Name fällt mir leider nicht ein. Aber der hat was ganz Wichtiges gesagt, als es um bedingungsloses Grundeinkommen geht. Das möchte ich einfach nur so sagen an der Stelle. Das ist für mich die soziale Basis eines Europa, eines funktionierenden Europas. Aber dann, der hat gesagt, der war dann ganz empört über den Gedanken des Grundeinkommens. Und er hat gesagt, er hat immer Schwäbisch gesprochen. Auch Englisch hat er auf Schwäbisch gesagt und hatte keine Ahnung, wie man überhaupt umgeht. Einer der dümmsten Politiker, fast so dumm wie Frau von der Leyen. Und er hat gesagt, we cannot allow that anybody does as he pleases. Also, we cannot allow that Wenn du any. meinst, Wie hießen der? We cannot allow that ja, anybody den sie does. abgeschoben haben. Und das Wort das kann er nicht sagen. Der hat so schrecklich geredet. Den sie abgeschoben haben, weil er hier nichts getaugt hat. Dafür war er dort dann ganz oben. Später war er Ja, sogar ja, ja, ja. für War das andere nicht der Oettinger? Minister. Hä? Oettinger, genau, Oettinger. Oettinger, genau. Oettinger, ja, genau. Also die Blödheit war nicht zu überbieten, aber wir schicken ja nur die Blöden dahin. Also das ist ja wirklich ein Thema und entsprechend sieht es dann auch aus. Und we cannot allow that anybody does as he pleases. Also so in der Art, das war unglaublich und das zeigt eine Grundstimmung, die genau das Gegenteil von dem stattfindet. We can, das heißt nämlich auf Deutsch für alle Ossis, die kein Englisch gelernt haben. Nein, nein, nein. Ja, die mussten ja, die durften ja Russisch lernen, das fehlt uns halt völlig, als Wessi, so. Ja, hier ist Wir ein können es Angebot. nicht erlauben, wir können nicht gestatten, dass jeder tut, was er für richtig hält. Ey, Hammer, ist das geil. Das Aber ist, er hat die Wahrheit gesagt. ja, das ist halt die EU und da muss wirklich das Gegenstück kommen davon. Und sonst ist Europa verloren, ganz einfach. Er hat die Wahrheit gesagt. Sie sagen sie uns alle. Ja. Ich möchte jetzt auch nochmal einstimmen, weil ich finde das mit der Republik insofern auch nochmal ganz, ganz toll, weil der Grundgedanke von Republik hat immer was Liberales. Und gerade in unserem Projekt, wo es ja darum geht, dass man eine direkte Demokratie auch wieder dazu haben möchte, also ja nicht nur direkte Demokratie, aber eben auch vollumfängliche Demokratie, da gibt es ja dann immer die Kritik, ja, dann haben wir ja eine Mehrheitsdiktatur. So, und es steht ja schon im Grundgesetz, das sagt ja Ralf auch immer in seinen Vorträgen, dass wir allein schon durch die Artikel 1, die Menschenwürde und so eigentlich da eine Sicherheit haben. Ich finde das aber mit dem Grundgedanken der Republik nochmal sehr wichtig, weil diese Individualrechte zeichnen das so sehr aus. Und das ist immer wieder etwas, was dem entgegensteht, dass da irgendwie jetzt eine Mehrheit über eine Minderheit bestimmen darf. Und in diese Richtung kommen wir ja gerade ganz stark wieder. In diesem, ich sag mal, Sozialverständnis, wo man dann irgendwie zum Schutz der anderen die eigenen Freiheitsrechte einschränken muss und so. Und es geht immer wieder mehr um dieses Volkswohl als
die Basis im Individualrecht zu haben und auf der Würde des Einzelnen. Und das kommt in der Republik nochmal richtig gut raus. Ja, finde ich auch. Du hast dich ja fast mit Frau Gerome jetzt noch versöhnt, kannst du ja, kann man ja fast sagen. Diana, vielleicht ein Vorschlag für die nächste Runde, die wir hier haben. Vielleicht könnten wir uns mal ein bisschen intensiver über bedingungsloses Grundeinkommen unterhalten, weil das ist ja hier ziemlich oft gefallen. Und ich finde, da ist noch eine Menge im Argen in der Bevölkerung, auch sehr viel Missverständnis. Und du hast da so eine wunderbare Formel mal genannt. Du hast mich da so was von abgeholt. Mal, da können wir aber wirklich nächste Mal drüber sprechen, wie du das erklärt hast. Ja, mache ich ganz oft, dass ich das als Beispiel nehme. Aber da können wir dann vielleicht nächste Runde mal drüber sprechen. Schreib's auf die Liste, wir haben schon so viele Themen, ja. Darf ich da auch wieder dabei sein beim bedingungslosen Grundeinkommen? Ja. Auf keinen Fall, Alex. Friseure haben da nichts zu suchen. Für diejenigen, die jetzt zugeguckt haben und gar nicht wissen, wenn immer gesagt wird, was wir machen, ne, ist so und so, würde ich gerne einfach nur einmal diese drei Fragen sagen, damit man weiß, worum es geht. Wir haben eine Abstimmung in die Welt gestellt, die kann man abstimmen tatsächlich, da kannst du draufklicken und zwar, du kannst das im Computer abstimmen, das ist der Hammer, das ist eine Online-Abstimmung. Und die hat folgende drei Dinge. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern, ist der zweite. Und der dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entscheiden ist. Ich muss einfach erzählen, ganz kurz, worum es geht. Es geht darum, der Artikel 146 heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. In dem Moment, wo man über Artikel 146 eine Abstimmung macht, sind unsere Politiker draußen. Es dreht sich darum, eine Machtbeschränkung zu machen gegen diesen absoluten Wahnsinn, der da läuft. Und die haben da nichts zu sagen, nämlich das heißt einfach, das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem das passiert. Das heißt, die stehen dann außen vor, die haben nicht mitzureden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und genauso, und der zweite Punkt, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Das ist eigentlich ein Punkt, der seit 1949 hätte laufen müssen, weil es heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Das hätte schon längst da sein müssen, ist nie vollzogen worden von den regierenden Parteien. Einfach aus dem Grund, weil das eine, ich würde mal sagen, Konkurrenz ist. Volksabstimmung ist zum Parteienwillen eine Konkurrenz. Und deswegen müssen auch da die politischen Parteien rausgehalten werden. Kein Politiker darf am Volksabstimmungsgesetz mit tätig sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der Grund, warum wir über Artikel 146 gehen und sagen, das Grundgesetz zur Verfassung erheben, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung verankern, inklusive der gesamten Gesetze. Die werden da auch übrigens mit abgestimmt auf der Seite. Und dann die Souveränität über die Verfassung. Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entscheiden ist. Damit sind die Politiker auch da raus. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, dann Teil 2 der Sache, damit man sich das dann vollständig vorstellen kann. Sobald man die Souveränität über die Verfassung hat, kann man eine verfassungsklärende Versammlung einberufen, in der alles, was die Alliierten am Grundgesetz versaubeutelt haben und alles vor allen Dingen, was unsere Politiker in den letzten 70 Jahren am Grundgesetz versaubeutelt haben, rausgeschmissen werden kann. Und ich will mal sagen, geklärt werden kann im Sinne der Artikel 1 steht die Würde des Menschen im Zentrum und steht echter Artikel 20, steht echte Demokratie, echter Rechtsstaat, ein echter Sozialstaat im Zentrum. Das sind die Themen und dadurch würde es hier in Deutschland eine unglaubliche Erfrischung geben und übrigens, weil dann direkt demokratisch ist, das hätte eine Ausstrahlung in Gesamteuropa, weil alle Menschen, die eine direkt, also die demokratisch orientiert sind und nicht von oben Top-Down-Politik, denen würde das Wind unter die Flügel geben, wenn in Deutschland sowas stattfindet. Und die Abstimmung ist jetzt zu machen, da wollte ich unter der Webseite unsere-verfassung.de. Das wollte ich jetzt am Ende noch sagen. Und ich glaube, über diesen Weg könnte man sogar die EU, wie sie heute ist, ich will mal sagen, dazu zwingen, sich entweder zu ändern oder sie neu begründen. So, zu einer echten europäischen Verfassung. So viel. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist jetzt ziemlich rund irgendwie. Das fühlt sich doch irgendwie ganz gut an. Perfektes Schlusswort. Ja. Super.
Ja, dann danke ich euch. Danke, Ralf. Danke, Diana. Danke, Peter. Danke, Stephanie. Danke euch allen und Im danke Dank allen Zuschauern. verschlingt sich alles ein. Ja. Gut. Ich Wie heißt spüre es so schön? ihn Nicht, wie heißt es so schön? Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind bin glücklich. glücklich. Ja. Ja. In dem Sinne sagen wir mal Tschüss an alle da draußen. Tschüss. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao. Ciao.